Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik. Berichterstatterin Frau Kollegin Bächle-Scholz, sie hat das Wort. Bitte schön. Werte Kollegen, die Beschlussempfehlung ist, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Zum Bericht ist Folgendes zu sagen. Der Gesetzentwurf war dem Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss in der 69. Plenarsitzung am 19. April 2016 nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 4. Mai 2016 den Gesetzentwurf behandelt und die unter A, also Beschlussempfehlung, wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Vielen Dank. Frau Abgeordnete, herzlichen Dank. Es ist vereinbart, dass wir das ohne Aussprache und Abstimmung. Deswegen frage ich Sie, wer diesem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Danke schön. Die Gegenprobe, die Stimmenthaltung. Dann stelle ich fest, dass dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung mit allen Stimmen des Hauses zugestimmt worden ist. Und damit wird dies zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie darauf hinweisen, dass es einen parlamentarischen Abend gibt, heute im Restaurant des Landtages des Verbandes der Elektrotechnik VDO. Sie sind von diesen Verband herzlich eingeladen. Ich schließe die Sitzung mit dem Hinweis, dass ich für morgen früh 9 Uhr zur nächsten Sitzung einberufe. Einen schönen Abend.